Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich mal ein Voice-Over für euch, weil ich leider zurzeit erkältet bin und euch nicht mit meinem Husten nerven möchte. Deshalb ein Voice-Over. Auf jeden Fall habe ich heute für euch ein Silvester-Make-up. Und zwar haben wir bald schon Silvester, Montag ja schon. Krass. Ja, das ist der Look. Es ist sehr glitzerig und ich liebe diesen Look. Ich habe den letztes Jahr getragen zu Silvester und ich dachte mir, ich mache mal dieses Jahr ein Video dazu, weil der mir mega gut gefallen hat und viele meinten mir auch, dass er voll gut aussieht. Wenn ihr Glitzer genauso liebt wie ich, dann bleibt auf jeden Fall dran und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Okay, also als erstes fange ich wie immer mit meiner Base an, mit dem Make-up Revolution Concealer in der Farbe C6. Ja, die Farbe ist mir eigentlich ein bisschen zu hell. Eigentlich brauche ich eine 10,7 oder eine 10,8, aber so ist es eigentlich ganz okay gewesen. Und die verteile ich wie immer auf meinem ganzen Auge und umrande damit auch meine Augenbrauen. Und wenn ich damit fertig bin, tupfe ich dann den Concealer mit so Tupfbewegungen in die Haut ein. Und wie ihr ja schon wisst, setze ich meine Base nicht. Heute verwende ich für diesen Look die Huda Beauty New Nude Palette und ich fange mit dem Ton Tickles an. Ich benutze einen großen fluffigen Pinsel und platziere dann die Farbe in meine Lidfalte. Und dann verblende ich auch die Farbe gleich. Dann benutze ich einen festeren gebundenen Blenderpinsel und gehe in die Farbe Spank und diese kommt dann auch in meine Lidfalte. Allerdings verblende ich die dann auch. Dann geht es weiter mit der Farbe Love Bite und ich benutze dafür einen kleinen fluffigen Pinsel und diese Farbe kommt dann unter Spank. Und die wird dann auch gleich mit verblendet. Zum Schluss nehme ich wieder meinen großen fluffigen Pinsel und gehe wieder in die Farbe Tickle und verblende nochmal alle Farben sozusagen zusammen. Und achte dabei darauf, dass sie immer in einem Kreis bleibt. Das heißt, dass ihr die Farben nicht über die Form verblendet, sondern halt wirklich so eine Art Halbkreis. Jetzt machen wir uns eine Cut Crease und dafür benutze ich meinen LA Girl Pro Concealer. Und ja, wie ihr seht, ich brauche keinen Pinsel dafür, das heißt, ich mache das direkt mit dem Applikator. Aber ihr könnt es natürlich auch mit einem Pinsel machen, wie ihr es am einfachsten findet. Ich habe diese neue Technik herausgefunden und ich finde die eigentlich ganz praktisch, weil ich dafür keinen Pinsel brauche. Dann geht es weiter mit dem NYX Glitter Primer. Den trage ich dann mit einem flachen Pinsel ganz vorne auf. Ich trage den bewusst nicht auf dem ganzen Auge auf, also auf der Cut Crease, weil der sonst zu schnell trocknet. Das heißt, mach das immer Schritt für Schritt. Jetzt kommt das Glitzer ins Spiel und dafür benutze ich das von NYX. Ich verlinke euch die Farbe in die Infobox und ich trage das Glitzer mit einem flachen, fluffigen kleinen Pinsel auf. Bedecke dann so viel, bis alles, also bis man keinen Concealer mehr durchsieht. Und wenn dann auch alles mit dem Glitzer abgedeckt ist, nehme ich zum Schluss noch ein Abschminktuch und wische mir dann unten das überschüssige Glitzer weg und fange dann auch gleich mit der Base an. Ich fange erstmal an, mir meine Lippenbalsam aufzutragen, weil, girl, diese Lippen waren dry as fuck. Was ich immer mache, wenn ich Full-Face-Glam-Make-up trage, ist, dass ich erstmal mit meinem Concealer alle Unreinheiten abdecke. Und dann erst mit dem Make-up dann anfange. Dann musste man das ja natürlich auch noch verblenden und deshalb habe ich meinen Beauty Blender verwendet, bis ich dann gemerkt habe, dass ich meinen Primer vergessen habe aufzutragen und das dann gemacht habe.
Danach ging es weiter mit Foundation und dafür habe ich den Make Up Revolution Foundation Stick benutzt und wie ihr seht, war der auch schon fast leer. Und den habe ich dann auch so strichartig aufgetragen und dann wieder verblendet. Hier muss ich immer ganz besonders aufpassen, weil ich so eine kleine Stirn habe und ich immer aufpassen muss, dass es nicht in meine Haare oder in meinen Augenbrauen geht, die Foundation. Oh mein Gott, Shoutout an alle Mädchen, die auch eine kleine Stirn haben. I hate it. Nach 3 Stunden Verblenden geht es dann weiter mit Concealer, mit meinem allerliebsten Concealer. Ich liebe diesen Concealer über alles und ich glaube, ich werde ihn immer benutzen. Dann geht es weiter mit Cream Contour, dafür benutze ich den von Make Up Revolution, also das ist auch die Foundation in der Farbe F14 und ich finde die Farbe eignet sich mega gut zum Konturieren, die ist schön aschig und nicht zu braun und ja, ihr könnt ja sehen, wo ich alles konturiere. Also ich gehe immer zuerst mit einem Pinsel rüber und verblende das so grob und dann gehe ich zum Schluss mit dem Beauty Blender drüber und verblende das dann nochmal alles in die Haut ein, damit auch alles nicht so fleckig aussieht und halt wie Kontur aussieht. Wenn ihr merkt, ihr habt viel zu viel Produkt, dann könnt ihr das auf eurem Handrücken wegwischen und dann einfach weiter verblenden. So mache ich das dann immer und dann ja, sprühe ich das dann wieder an und verblende das dann wieder. Und so sollte das dann am Ende aussehen und nicht so wie rechts. Das ist mir auch schon oft passiert, dass ich vergessen habe zu verblenden, ganz früher mal. Und ja, das sah dann natürlich nicht so gut aus, aber keiner hat mir Bescheid gesagt. Fake Friends. Ich benutze jetzt mein Holy Grail Puder, Laura Mercier. Ihr könnt natürlich euer Puder nehmen, was ihr am besten mögt. Und damit backe ich dann unter meinem Auge. Für Leute, die eine trockene Haut haben, würde ich Baking nicht empfehlen, weil es eure Augenpartie noch trockener erscheinen lässt und es auch so flaky aussehen kann. Deshalb, wenn ihr eine trockene Haut habt, dann tupft einfach nur ein bisschen Puder drauf und das war es dann auch eigentlich. Für mein Gesicht benutze ich dann das Ellen Beatrix Puder und damit setze ich dann mein ganzes Gesicht. Jetzt geht es weiter mit Bronzer und dafür benutze ich den Too Faced Bronzer in der dunkelsten Farbe und ich tupfe erstmal den Bronzer auf meine Haut und dann verblende ich den so mit kreisenden Bewegungen, bis alles ganz gleichmäßig und geschmeidig aussieht. Jetzt geht es weiter mit dem Blush von Milani. Ich weiß leider nicht, wie man die Farbe ausspricht, aber ich verlinke euch den Blush in die Infobox und den trage ich mit so einem großen fluffigen Pinsel auf. Danach habe ich natürlich nicht vergessen, das Gebälkte wegzuwischen. Dafür benutze ich auch so einen fluffigen Pinsel und wische dann alles weg. Weil mein Gesicht jetzt richtig pudrig aussieht, benutze ich mein flüssiges Baby MAC Fix Plus und sprühe mir damit einmal übers Gesicht. Und dann benutze ich das Prime Water von Primark und sprühe damit meinen Beauty Blender an. Und gehe dann damit über mein ganzes Gesicht, damit ich dieses Pudrige vom Gesicht nehme. Dann sieht auch die Haut viel glatter und ebenmäßiger aus, finde ich. Und es ist auch mehr eher so ein Dewy Finish, anstatt so ein mattes Finish, was ich eher bevorzuge. Jetzt geht es weiter mit Mascara. Und zwar muss ich ja noch meine unteren Wimpern tuschen und auch einer meiner Lieblingsprodukte, die Glam & Doll Mascara von Catrice. Das ist die wasserfeste Version, wenn ich mich nicht irre. Dann geht es weiter mit meinem NYX Wonder Pencil. Eigentlich ist das ein Lip Liner, aber ich benutze den immer
für meine Wasserlinie. Und ja, ich male mir dann einfach die Wasserlinie aus. Ich finde irgendwie, das gibt so ein... Ich weiß nicht, meine Augen sehen da irgendwie ein bisschen größer aus, als wenn ich es nicht benutze, aber ich hasse es, weil das immer so ein komisches Gefühl ist. Zum Highlighten benutze ich den Highlighter von Becca in der Farbe Champagne Pop. Und Leute, der poppt wirklich unnormal. So ein krasser Highlighter und der geht einfach nicht leer. Ich hätte so gern den Highlighter von Hatti, aber leider ist er mir viel zu hell, weil Champagne Pop ist mir eigentlich auch ein Ticken zu hell. Ich stehe eher mehr so auf diese goldenen Highlighter, aber es ist eigentlich eine mega schöne Farbe, deshalb geht das eigentlich voll klar. Was natürlich auf gar keinen Fall fehlen darf, ist das Highlighten des Augeninnenwinkels und unter der Augenbraue und natürlich auch die Nase. Mehr ist mehr und deshalb habe ich noch einen Highlighter für euch und das ist der von Jeffree Star in der Farbe Siberian Gold. Und ja, den trage ich dann ganz normal wie der andere Highlighter auf und ich benutze den voll gerne als Topper, weil der noch so ein extra Glow gibt. Ich liebe den Highlighter übertrieben. So, und jetzt geht es weiter mit den Lippen. Und dafür benutze ich den Lip Liner von Manhattan in der Farbe 94F. Und den Lippenstift von MAC in der Farbe Spirit. Ich habe mich bewusst für einen Nude Lipstick entschieden, weil ich finde, bei diesem Make-up sollte der Fokus eher auf die Augen liegen und die Lippen halt in Nude ganz schlicht gehalten. Dann runde ich nochmal alles ab mit dem Setting Spray von Morphe und wenn ich das dann getan habe, gehe ich nochmal mit meinem Beauty Blender rüber und arbeite dann das Spray in meine Haut ein, damit es auch den ganzen Tag da bleibt, wo es sein soll. So, und so sieht das fertige Make-up aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich wünsche euch sehr viel Spaß beim Feiern oder was auch immer ihr an Silvester macht. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald!